Hallo und herzlich willkommen zum Hochbahnmagazin. Was lange währt, wird endlich gut. Der neue DT5 ist endlich im Hamburger Fahrgastbetrieb angekommen und wird hauptsächlich auf der Ringlinie U3 verkehren. Und die neuen Wagen sehen nicht nur gut aus, sie können das steigende Verkehrsaufkommen auch viel besser bewältigen als ihre Vorgänger. Peu à peu wird der DT5 den DT3 ablösen. Und die Jungfernfahrt des neuen Familienmitgliedes wurde am 7. November natürlich ausgiebig gefeiert. Schiene frei für das neueste Highlight der Hochbahn. Der DT5 macht sich auf zu seiner lang ersehnten Jungfernfahrt. Aber bevor es zu diesem besonderen Augenblick kam, wurde die modernste U-Bahn-Generation feierlich eingeweiht. In der U-Bahn-Werkstatt Hellbruckstraße versammelten sich rund 100 Gäste, um das neue Mitglied der Hochbahnflotte zu begrüßen. Darunter Verkehrssenator Frank Horch. Und ein sichtlich stolzer Günther Elste, der nach seiner Rede direkt mal in der Fahrerkabine Probe sitzt. Also wir werden am Anfang den im ganzen Netz fahren lassen, weil natürlich alle Hamburgerinnen und Hamburger, gerade unsere Stammgäste, den alle mal kennenlernen wollen. Dann wird er in erster Linie auf der U3, also auf der alten Ringstrecke, eingesetzt werden, weil dort die bis zu 40 Jahre alten Fahrzeuge, die also auch etwas lauter in der Geräuschemission sind, dann später Schritt für Schritt ausgetauscht werden sollen. Nach dem offiziellen Teil durften die Gäste den DT5 mal genau unter die Lupe nehmen. Ein Zug besteht aus 3 Fahrzeugen. Es gibt mehr Platz als in den älteren Generationen und erstmals Übergänge zwischen den einzelnen Wagen. Der DT5 ist wirklich ein Meilenstein in der U-Bahn-Fahrzeugentwicklung, was Fahrzeugkomfort angeht. Klimatisierung ist noch längst nicht in allen U-Bahnen der Welt Standard. Hier haben wir den Standard jetzt implementiert. Das helle Design, die Fahrgastinformationsmöglichkeiten, also an der Stelle sind wir wirklich im Stand der Technik einen sehr großen Schritt vorwärts gegangen. Dann geht es los. Der DT5 fährt erstmals mit vielen Fahrgästen auf seiner zukünftigen Ringlinie 3. Raus aus dem Werkstattgelände, rein in die freie Schienenwelt. In dem DT5 finden 224 Fahrgäste Platz. Er ist 120 Meter lang und bis zu 80 km/h schnell. Er ist mit der aktuell innovativsten und umweltfreundlichsten Fahrzeugtechnik ausgestattet. So speist er zum Beispiel seine Bremsenergie zurück ins U-Bahn-System. Genauso wie die anderen VIP-Gäste ist auch Verkehrssenator Frank Horch begeistert. Ich finde, der Komfort im Zug ist sehr positiv, auch die Durchgänge in der Gesamtheit, was die Attraktivität des Zuges angeht, ist ein sehr bequemes Fahren. Es ist sehr leise, man merkt gar nicht, dass man fährt. Also das sind alles ganz wesentliche Aspekte, die den Aufenthalt in diesen Zügen sehr optimal erscheinen lassen und ich muss sagen, es ist ein angenehmes Reisegefühl. Das Fahrzeug fährt besonders ruhig und ist somit komfortabel für die Fahrgäste. Und der Blick in die Fahrerkabine verrät, auch Zugführer Klaus Thiesert fährt gern mit dem leisen Zug. Ich sag mal galant, er fährt sich wunderbar, er ist gut zu delegieren mit dem Fahrbremshebel und die Eigenschaften sind auch gut. Durch die Federung lässt er sich auch wunderbar und sanft abbremsen. Seit dem 8. November fahren die ersten 3 DT5. Bis April 2013 kommen weitere 7 hinzu. Insgesamt werden 67 Fahrzeuge bei dem Herstellerkonsortium Alstom und Bombardier beschaffen. Noch ein Grund, also öfter mit der U-Bahn zu fahren. Und neben mir sitzt jetzt Jörg Petersen. Er ist der Bereichsleiter U-Bahn-Fahrzeuge hier bei der U-Bahn. Jetzt ist er endlich auf der Schiene zu sehen. Der DT5, lange hat es gedauert. Was ist das für ein Gefühl? Also wir freuen uns sehr und sind natürlich auch ein bisschen stolz, dass die ersten Fahrzeuge jetzt auf der Strecke dem Fahrgastbetrieb zur Verfügung gestellt werden konnten. Wir haben dieses Projekt also mehrere Jahre hochbahnseitig sehr intensiv betreut, begleitet und haben also sehr viele Betriebserkenntnisse dort auch einfließen lassen können. Und das ist einfach ein toller Moment, wenn man ein aus meiner Sicht so schönes Fahrzeug den Fahrgästen präsentieren kann. Läuft denn alles wie geplant oder gab es Komplikationen beim Einsatz des DT5? Also der Begriff Komplikation, glaube ich, ist nicht angemessen in diesem Fall. Bei so einem komplexen, völlig neu konstruierten und konzipierten Fahrzeug gehört es einfach dazu, dass gewisse Optimierungsbedarfe sich in den ersten Tagen, in der ersten Phase der Inbetriebnahme dort im Altersbetrieb herausstellen. Und wir werden weiter natürlich den Einsatz ganz massiv betreuen und begleiten und entsprechend dann Details nachsteuern, wenn es notwendig ist. Welche besonderen Herausforderungen gab es denn bei der Entwicklung des neuen Fahrzeugs?
Bei dem U-Bahn-Netz in Hamburg handelt es sich um ein sehr altes Netz, in großen Teilen seit 1912 dort gebaut. Und wir haben im Wesentlichen zwei Anforderungen erfüllen müssen. Die sind sehr nennenswert. Das ist einmal die begrenzte Achslast unserer Fahrzeuge von 10 Tonnen. Das ist bedingt dadurch, dass wir sehr viele Viadukte und Brücken überfahren. Und zum anderen ist es ein sehr enger Tunnelquerschnitt, der eben zu einer sehr kompakten Bauweise des Fahrzeuges führen musste. Herr Petersen, wie kommt denn der neue DT5 an bei den Hamburger Fahrgästen? Also nach unserer Wahrnehmung sehr, sehr gut, sehr positiv. Wir haben natürlich auf der einen Seite Rückmeldungen direkter Art und auf der anderen Seite berichten auch unsere Zugfahrer, dass es nicht selten vorkommt, dass so ein Fahrzeug auf der Strecke mal spontan fotografiert wird. Und wir sehen einfach dort, wo der DT5 auftaucht im Netz, in den Stationen, wird ihm über eine sehr große Beachtung geschenkt. Der DT5 soll ja peu à peu den DT3 ersetzen. Wie lange wird das in etwa dauern und sind Sie da im Zeitplan? Wir werden also bis Mai nächsten Jahres 12 Fahrzeuge des Typs DT5 insgesamt in Betrieb genommen haben. Wir werden dann eine Lieferpause einlegen und ab Herbst nächsten Jahres werden mindestens 55 Fahrzeuge dann weiter in Betrieb genommen werden. Einmal zu einer bedarfsgerechten Leistungsanpassung und zum anderen natürlich als Ersatz für unsere älteren Fahrzeuge DT3. Die werden wir dann ungefähr im Jahr 2016 ersetzt haben. Ja, vielen Dank, Herr Petersen, für die vielen Informationen. Wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so erfolgreich weitergeht mit dem DT5. Herzlichen Dank. Von der Idee bis zur Realisierung ist es in aller Regel ein weiter Weg. Der DT5 macht da keine Ausnahme, denn er ist natürlich kein Fahrzeug von der Stange. Und das macht es für alle am Projekt Beteiligten nicht unbedingt leichter. Doch jetzt, wohin man sieht, überall nur strahlende Gesichter. Und hier wurden die ersten Ideen zu Papier gebracht. Im baden-württembergischen Tübingen entwickelte man 2009 das Design des neuen Fahrzeugs. Die Parallelen zum DT3 waren schon auf den ersten Skizzen sichtbar. Die charakteristische Edelstahloptik und die roten Türbereiche ähneln dem Vorvorgängermodell. Diverse Systemtests folgten, bis dann in Salzgitter Zeichnungen und Pläne in die Praxis umgesetzt wurden. Stück für Stück wurde der Wagenkasten komplett aus Edelstahl zusammengeschweißt. Wir produzieren oder legen die Bauteile beim Untergestell ein mit über 30 mm Längenzugabe und haben dann am fertigen Fahrzeug die Größenordnung von plus minus 5 mm Länge noch. Da kann man erkennen, dass also bei dieser Abmessung von nicht einmal 15 Metern oder rund 15 Meter Länge, dass wir dort also mit 25 mm und 30 mm Schrumpfung rechnen müssen. Aufgrund der Leichtbauweise wird später beim Fahren weniger Energie verbraucht. Parallel zum Rohbau wird in Mannheim das Antriebssystem getestet. Hier habe ich quasi das Fahrzeugsteuergerät und hier kann ich den Antrieb zuschalten. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, über den Fahrhebel, das ist jetzt dieses Potentiometer, den Antrieb zu aktivieren. Das heißt, der fährt jetzt los. Hier sehe ich die Geschwindigkeit erhöht sich. Jetzt haben wir 40 km/h, 50 km/h, es geht jetzt immer so weiter, bis maximal 80. Zahlreiche weitere Versuche wurden unternommen. Als nächstes konnten die Techniker im Fahrzeug die Elektronik installieren, um dann im Anschluss Motor und Karosserie zu verbinden. Der DT5 ist fast fertig. Die Arbeiten an der Inneneinrichtung sind nahezu abgeschlossen und auf einer Prüfstrecke erblickt die neue U-Bahn im Februar 2011 das Licht der Welt. Ein U-Bahn-Fahrzeug muss im Alltag so einiges aushalten, zum Beispiel verschiedenste Witterungsverhältnisse. Deshalb kam die neue U-Bahn nach Wien, genauer gesagt in einen Klima-Windkanal. Dort musste sich das neue Fahrzeug so einiges gefallen lassen. Doch nach Beendigung aller Tests konnte sich der DT5 Ende 2011 zum ersten Mal auf den Weg gen Hamburg zu seinem neuen Arbeitgeber machen. Für mich ganz persönlich der emotionalste Moment war der 1. Dezember 2011. Und dann tauchten plötzlich im Hintergrund diese Lichter dieses Zuges auf und der ist das erste Mal hier in diese Halle reingerollt. Das war schon ein Moment, da
war ich auch ein bisschen stolz, dass wir das geschafft haben, dass der jetzt hier in der Halle steht. Gut, dann war noch viel zu tun, gar keine Frage, aber das war wirklich ein ganz toller Moment. In den vergangenen Monaten wurde der DT5 ausgiebig im Hamburger U-Bahn-Netz unter Realbedingungen getestet. Und nun ist er endlich unterwegs und befördert die Hamburger komfortabel und umweltfreundlich durch die Stadt. Und weiter geht es jetzt bei uns im Hochbahnmagazin mit den Kurznachrichten. Bahnfrei für die U4. Schon zwei Wochen vor dem winterlichen Fahrplanwechsel geht die neue U-Bahn-Linie in Betrieb. Und das mit einem Geschenk an alle Fahrgäste. Kostenlos kann bis zum 8. Dezember der neue Tunnel zwischen Jungfernstieg und Hafen City befahren werden. Und nicht nur wegen der räumlichen Erschließung der Hafen City ist die U4 eine Fahrt wert. Es wird auch viele geben, die kommen jetzt nicht nur, weil sie hier arbeiten und wohnen oder als Touristen die Hafen City besuchen wollen, sondern weil sie auch mal die Station sehen wollen. Diese sind nämlich architektonisch ein absolutes Highlight. Aber bis es zur feierlichen Einweihung der Haltestellen kommen konnte, sind 5 Jahre Bauzeit vergangen. Über 200.000 Kubikmeter Erde wurde ausgegraben und rund 300 Millionen Euro investiert. 3 Jahre lang grub sich diese gewaltige Tunnelbohrmaschine mit 10 Metern pro Tag von der Elbe Richtung Alster, bis die Tunnel 2011 fertiggestellt werden konnten. Nach einigen Testläufen geht die U4 jetzt in Betrieb und verbindet im 10-Minuten-Takt Billstedt mit der vorläufigen Endhaltestelle Hafen City Universität. Nach 5 Jahren heftiger Arbeit mit vielen Ereignissen ist man natürlich froh, wenn man rechtzeitig fertig geworden ist, wenn man im Kostenrahmen geblieben ist, es keine großen Probleme gegeben hat, die nicht zu lösen waren. Schon jetzt laufen die Planungen zum Weiterbau der U4 auf Hochtouren. Und das müssen sie auch, denn die Strecke bis zu den Elbbrücken soll 2017 in Betrieb gehen. Das war es auch schon wieder vom Hochbahnmagazin. Wir hoffen natürlich, dass wieder viel Informatives für Sie dabei war und natürlich auch, dass der neue DT5 Ihnen richtig gut gefallen hat. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.